Und Bitte? wir bauen übrigens auch eine, wie ist das? Das fängt mit S an. Das ist immer Unterkirchen. Eine Krypta. Eine Krypta. Danke. Und spannend, willkommen zu einer neuen Folge. Bildet, und zwar ein neuer Abschnitt, bildet Kirsche. Hattet ihr auch gesagt, Furzen der Tiefe? Nö. Ich finde gerade richtig komisch. Ja, also, haben wir es ja letztes Mal schon gesagt, dass wir jetzt eine Kirsche bauen? Ja. Ja, haben wir. Kirsche mit SCH. Ich brauche aber auch eine Gruft da drunter, ne? Braucht einen nicen Palace drunter. Wir haben schon gesagt, wir machen tatsächlich so ein bisschen Kölner Dom-Style. Halt ein bisschen. Ja, das ist ja schon mal scheiße hier, ne? Die Türen müssen da innen. Nein, wir machen einfach gotischer Baustil. Ja, also als erstes die Türen, wobei, wenn die so nahe aneinander stehen, könnte man machen, halt, dass dann ein großer Bogen drüber ist. Das finde ich eigentlich besser als zwei. Ja. Ne? Also, dass dann so groß das Hauptportal ist. Ja, und dann so spitz zulaufen. Ja, aber dann sind dann nochmal so Mini-Portale, wenn ihr versteht, ja, genau, was ich meine. Also ja, irgendwie sowas zum Beispiel. Genau, Richtung. Ja. Not! Time! Okay, und dann. Und ja, müssen wir noch optimisieren dann. Habt ihr schon Ideen, welche Materialien? Weil irgendwie Sandstein ist halt, ja, geht, aber es ist halt schwierig, ne? Ist halt nicht so, es hat zu wenig. Ja, lass mich mal das Materiallager schlendern, keine Ahnung. Schlendern. Das kann ich, keine Ahnung. Nee, Sandstein ist wirklich nicht so geil, weil dann ja, sieht das am Ende aus. Ja, aber die Frage ist, was sind die besseren Optionen? Ja, ganz klar. Wie heißt das Zeug? Clay. Bin ja für die, wir können auch Diorit machen, dann haben wir so ein bisschen wie die Mailänder Kathedrale. Nee, das heißt. Ist eine nice Farbe. Nee, ja, aber Diorit ist zu. Das sieht aus wie ein Haufen Kacke dann. Looks a little bit too shitty midi. Redet ihr gerade über meine Farbe? Ja. Ja. Sieht halt schon aus wie ein gesunder Stuhlgang. Ich würde Pastellfarben sagen. Das sind nicht Pastellfarben. Moment, klar, das ist Pastellfarben. Also ich meine, man könnte Stonebricks und weiß ich nicht, aber das ist halt auch so. Wir können eine Kirche auf Doom and Destruction bauen. Oder wir machen eine Jogurettenkirche. Also, was haltet ihr erstmal von Stonebricks und dann Quarzapplikationen? Ganz scheiße. Was? Wir wollen noch keine Brickkirche. Quasi so. Anis Uhr hat gepiept und zwar lauter denn je. Alter! Wir müssen irgendwann noch diesen Atomkrieg überlebenden Koffer besorgen, wo diese Uhr reinkommt. Und dann versenken wir sie im Meer. Ja, dann piept sie immer noch. Dann quasi so. Ich weiß nicht, so geil ist das nicht. Ja, mach einen besseren Vorschlag. Ja, I'm still thinking about. And stop thinking and start driving. Don't drink and drive. Wobei, wenn man jetzt mal klar über. Also klar, wir müssen ein Material mit Stairs nehmen. Ja, also, es gibt nichts anderes als Stonebricks, was dafür in Frage kommt. Naja, Sandstone kommt schon in Frage, ist halt aber nicht so. Das sieht mega ugly aus. Aber was ist mit. Jetzt muss ich mal kurz zu unserem Bahnhof angucken. Haben wir da irgendwas eingemischt? Stonebricks? Ja, ich glaube. Ich glaube Stonebricks. Es ist halt nur Sandstone. Ja, Sandstone und Stonebricks haben wir da gemischt. Ja, aber da passt es auch von der Farbe her. Wo? Ja, es passt ja auch von der Farbe, nur dass dieser Sandstein von Kirchen halt so ein bisschen Dirty Dancing ist. Ist halt mehr Dörte. Nee, der ist ja halt immer angelaufen, der ist immer so dunkel dann irgendwann. Ja, der ist halt vollgekackt von Vögeln und so und dann, okay, ich glaube, der ist am Anfang schon heller. Ja, das sieht man immer, wenn ein Teil restauriert wird. Kölner Dom nicht mal auch mal weiß, sozusagen? Also richtig weiß. Also ich hab hier gerade so eine Zeichnung auf, die ist halt richtig hell. Ja. Also ganz ehrlich, das mit dem Quarz die und Pyramiden, Stonebricks finde ich richtig geil. Die Pyramiden. Also ich wäre tatsächlich auch dafür, Stonebricks und, also ich bin dafür. Finde ich bisher die beste Option. Sandstone, ja, okay, mal Sandstone, Stonebricks. Pyramiden waren ja mal so glatt irgendwie von außen. Ja, und aber die quasi Decksteine wurden geklaut. Echt? Ja, echt? Ja. Das glaube ich nicht. So. Doch, also wir haben hier das, vorne, was jetzt quasi steht, ist sozusagen nur das Ding, was geschichtet wurde. Wir haben hier vorne ein Portal und dann zwei Türmsche, oder? Das habe ich bei ZDF, dieses X da. Weißt du, was ich meine? Terra X. Ja, Terra X gesehen. Dieses X da, weißt du? X da, ja. Bruder! Lund! Was ist los? Wer sagt es so falsch? Da sagst du einfach überhaupt nicht witzig. Räum hat so ein bisschen SSEO abbekommen. CEO. Ja. So. Verstrahlt ist der Junge. Wenn du mal genau überlegst, die Türmsche sind gar nicht so weit auseinander. Also die beginnen schon irgendwie, das ist viel zu weit außen. Ja, ich hab jetzt leider kein Bild auf, deshalb kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, die beginnen. Beginnen hier. Nee, hier. Da ist ein bisschen Platz.
Und dann gehen wir quasi hier so rum. Dann muss ich mal Front. Dann ufert das so hier rein. Die sollen doch nicht rund sein, die Türmsche. Die sind eher eckig eigentlich und haben so dann diese Streifen, die gotischen Bögen oder wie auch immer. Ja, und so Figürsche und so. Oh, Bilder, Front. Also dann erstmal. Das ist, glaube ich, wirklich. Also auf jeden Fall quadratisch. Wenn du die Proportionen vom Kölner Dom anguckst, dann ist der Bereich dazwischen so ein Drittel von der Breite von einem Turm, Andi. Das heißt, du bist viel zu weit auseinander. Ja, wollen wir den Kölner Dom oder was Cooles? Ja, das ist aber nicht cool, wenn die weit auseinander stehen. Okay. Also ich glaube, das sieht wirklich nicht gut aus. Meinst du, dass das wirklich nicht gut aussieht hier? Ja. Wollen wir das so angucken? Was soll das auch denn? Bei Notre Dame sind die gerade mal eine Turmbreite weit aus. Ja, das passt doch dann so jetzt. Da sind die genau eine Turmbreite auseinander. Ist das so schmal? Was heißt schmal? Guck dir das Ding mal an. Ja, und das andere Ding ist, dass die eigentlich nicht so weit nach vorne rausgehen. Also ich würde höchstens so zwei Blöcke, vielleicht drei rausgehen, außen noch zusätzlich. Ja, dafür. Warte mal, let me do this. Ich hatte Notre Dame als 3D-Puzzle. Die waren früher richtig geil, ne? Die waren richtig crazy. Die waren mal richtig in. Crazy die Frog. Waren richtig. Also wollen wir mal Sandstone oder was wollen wir jetzt mal als Grundmaterial nehmen? Lass uns erstmal den Grundriss fertig bauen. Ja, ich meine, naja. Nicht so hastig. So, was aber an der Seite gehen die auch ein bisschen raus, ne? Ja, aber auch nicht so viel. Weil der einfach danach dann zusammenläuft. Ja, seitlich kannst du ruhig auch zwei, drei Blöcke. Mach drei. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, können wir mal gucken. Wenn du so machen würdest. Ja, ist das Slash Wall oder nicht? Oder Slash Slash oder Slash Wall? Da fragst du jetzt was. Kirsche. Ja, wenn ihr hier am Googlen seid. Ja. Wir machen es so, dass wir erstmal nur eine Seite bauen, ne? Das ist ja. Ich hätte es jetzt fast gesagt. Also, nee, dann kann man immer nach und nach alles rüberflippen. Ich würde es nicht nur fast sagen, ich würde es einfach so sagen. Sag mal, wird das hier noch was? Oder? Ja, ich suche den Begriff. Also, so eine Grundfläche dann bloß quadratisch? Ja, ich glaube quadratisch. Sollte eine Einsammitte haben, ne? Auch das wäre perfekt, hast du recht. Gut, da hast du gut mitgedacht, Jung. Weiß nicht. Hat eine Einermitte gerade, also ist 13. Ja. Und ist. Hier ist 14, hier einen zu viel. So. Nee, hä? Also, schon wieder? Ich mach schon weg. Ja. Ich mache. Nein, ich hab alles markiert. So, jetzt sieht's, glaube ich, gut aus, ne? Genau. So, dann können wir hier schon mal die Höhe festlegen. So. Wie hoch wollen wir denn? Ja, hoch hinaus. 256. Mhm. Wenn man mal überlegt, dass in vielen Städten die Kirchen immer noch die höchsten Gebäude sind, kannst du schon ballern. Das ist ja für ein Gerücht. Ja, München. Also in Köln fast auf jeden Fall, also außer der Axa Tower, oder? Ja, Fernsehturm. Ist auch in Köln so, dass irgendwie im Mediapark höher sein darf, oder? Ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gibt. Ich glaube, in München gibt es das. In München gibt es das wirklich so als Regel. Köln, das ist so eine Game Rule. Ich glaube, das ist ganz gut zu die Höhe. Bilder. ist schon huge, das Ding. Ja, das ist zu krass, Alter. Das hey, nein, das ist gut. Junge, Andi, wir werden immer größer. Die Kirche muss aber breiter dann. Schau dir mal das kleine süße Rathaus an im Vergleich dazu. Ja, egal. Also das ist jetzt wirklich so, ich würde es halt so machen, dass es auf jeden Fall die Spitze vom Turm das Kino quasi überragt. Ja, dann so. Alter, das Kino ist so ein Schandfleck, Alter. We still need to find something to cover. Es wird doch automatisch gecovert. Wir wollten da Häuser drumherum stehen. Wir können irgendwie eine Decke drauflegen oder so. Ist es doch in Städten auch nicht anders. Es sieht eigentlich so ein bisschen aus wie Tschernobyl, ne? Mit so einem Sarkophag drüber. Stimmt. Hey, also von vorne finde ich das super. Ja, wir bauen einfach so einen Sarkophag drüber. Also ich würde sagen, das da ist jetzt so in etwa dann wirklich die fast oberste Spitze. Ja, das ist die Spitze des Turms. So, ja. Okay. Alter, das ist so riesig, ne? Ja, aber wenn du überlegst, du musst aber nur ein Modul bauen, dann hochst du. Nee, wenn du überlegst, Däumen, wenn der oberste vielleicht mindestens ein Viertel ist, nur dieses spitze Dach. Ja, ihr habt recht. Da ist ja nichts mehr. Ja, ich stimme zu. Ich stimme zu. Und wenn man da noch leichte Anpassungen später macht, ist das ja kein Problem. Ich meinte nur, wenn wir jetzt schon wissen, was wir als Fundamentmaterial nehmen, könnten wir die unterste Grundrisslinie schon damit bauen. Das können wir aber wieder mit Replace machen. Ja, okay. Ja, okay. Eben. Ja, okay. Und das Hohl machen? Ja, okay. Ich mach. Lass. Nee, das muss schon Handarbeit. So, wie machen wir das? Also, dann können wir einfach gerade gehen, dann können wir uns das fancy Stuff überlegen. Wie endet das Ding?
Wie meinst du? Wollen wir es hinten abrunden? Wie, also so ist es beim Dom zumindest. Ja, abrunden oder schräg, also, eins von beiden? Ja, ich finde rund eigentlich witzig. Schräg ist halt für ein Dach cool, das sieht cool aus. Dann können wir hinten so ein Spitzdach draufsetzen. Ich glaube, rund. Ja, aber das kannst du auch bei rund machen, weil. Ich finde, spitz sieht aber irgendwie so rustikal aus. Der Kölner Dom hat, also, oder viele Kirchen haben ja so zwei Etagen auch. Ne? Ja, aber rund ist oft nervig beim Bauen, ne? Also, ich finde spitz eigentlich ganz cool, weil dann haben wir hinten so ein Zack-Zack. Ich sag das nochmal. Aber dann auf voller Breite, ne? Nicht hier so komisch. Nee, ich würde gerade so machen. Ja? Aber also. Weil dann können wir hier rechts noch quasi noch so, sozusagen hier noch oben irgendwie so eine Terrasse reinmachen, ist ja auch oft. Also erstmal würde ich noch machen, dass wir auch noch ein Seitenportal irgendwie haben. Ja, das können wir ja dann einarbeiten. Meinst du? Also ich würde es jetzt schon mal andeuten. Ja, halt einfach in die Mitte. Ja, deswegen ausmessen, ob es eine Einermitte hat. Aber ich würde sagen, wir machen die noch ein bisschen länger. Neun, noch ein bisschen? Ja. Ja, stimmt, jetzt mit der Turmhöhe. Stimmt, sieht ein bisschen. Dann mach den mal locker 10 Blöcke vielleicht nochmal. Ja, mindestens. Ja, das sieht doch schon gleich aus. Also so ist, glaube ich, gut, oder? Ja. So hat das Ding ordentliche Ich merke Ausmaße. Schon, wir skalieren hier schon wieder ein bisschen. Ja, wir skalieren nach oben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warte, jetzt kurz gucken. 59, ja, hast 20 länger gemacht. Also wirklich hier so eine Stufe drin lassen? Ja, würde ich sagen, weil dann haben wir eben noch ein bisschen Platz für so ein Balkon-ähnliches Ding. Ist ja oft so bei den Gurtspringern. Warte, ich mach nur nochmal, dass wir da hinten wirklich bei der Mitte sind. Sind wir. Also unser Turm ist 48. Nee, siehst du, sind wir nämlich nicht. Nicht? Nee, guck. Da habe ich einen optischen Knick. Also, ja. Er hat einfach kein Verständnis für Form. Dann so. Das ist der Mittelblock, also das wäre dann so, ne? Das ja, genau. Dann ist es nicht ganz so spitz, dann sieht das nicht so billig aus. Reicht das dann hier als Abknick? Ja, da muss ja nur der Altar rein. Okay. Gut. Wir müssen ja allgemein noch einen höher legen. Was meinst du? Also mindestens ein oder zwei noch höher legen, quasi das gesamte. Also den Boden, wo man mindestens zwei oder drei Treppenstufen bis zur Kirche. Alter, das ist Tür. Das ist überhaupt nicht behindertengerecht, ne? Das ist mir doch egal. Die Kirche aber ist behindertengerecht. Ist immer so. Also, aber die Kirche ist doch ein Ort für jeden, unabhängig von Gesundheitszustand. Ja, wenn du reinkommst, richtig. Wow. Hey, wieso, es ist doch so. Aber nee, ein oder zwei ganz höher. Ehrlich, wir können ja eine modernisierte Behindertenrampe machen. Ja, wir machen eine Behindertenrampe dahin. Ein oder zwei höher. Hey, warum funktioniert Post 1 und Post 2 nicht mehr? Hast du irgendwie die World Edit Version gedowngradet? Post 2 existiert nicht. Wie, wo, was ist Post 1? Als Command. Da kannst du einfach sozusagen auf deine aktuelle Position. Weiß ich nicht, vielleicht ist der anders jetzt. Oder Slash Post? Ich hab den irgendwann mal, ja, wahrscheinlich. So, was, ein oder zwei höher? Ja, warte, ich mach schon. I have already marked it. Okay. Gut. Das gefällt mir schon mal. Ja, ich find. Und dann hier so einen schönen Weg. Ich wäre für so. Und Stufen. Aber wenn ich mir es jetzt nochmal so angucke, vielleicht doch den Turm einen weiter rausrücken? Eben, jetzt ist es nämlich ein bisschen schmal. Sonst ist das so eine glatte Wand gegenüber. Glatte, genau. Also wir müssen auf jeden Fall diese Bögen machen, weil das macht viel Tiefe. Und auch, ich würde auch das tatsächlich dieses Design-Ding übernehmen, dass es so zwei Etagen hat und dass die obere Etage so ein bisschen geschrumpft ist. Ja, dann müssen wir aber erstmal das Mitteldach bauen, damit wir uns dann quasi daran orientieren können. Das Mitteldach muss sozusagen da aufhören, wo die Etage anfängt. Die zweite. Steht und wir bauen übrigens auch eine, wie ist das? Das fängt mit S an. Das ist immer Unterkirchen. Sakristei, Sa... Ist es nicht Sakrileg, das Wort? Ist es, nein. Ihr wisst auch, was ich meine, oder? Da, wo bei Elder Scrolls halt immer so Geister und so drin sind. Eine Krypta, danke. Mit S, ne? Das S steht für Swag. Ja, Krypta mit S. Es gibt auch noch so ein anderes Wort mit S, glaube ich. Siphon? Nein, das ist falsch. Siphon ist ein Wasserhahn. Was ist eine Sakristei? Das ist auch wieder was ganz anderes, glaube ich. Ich glaube, das ist das Richtige. Nee. Sakristei ist die Vorbereitungskammer bei der Kirche. Also in Kirchen ist doch oft Steinboden, ne? Raum und Kirche. Hast du sonst Parkett oder was? Bestimmt nicht. Parkett, Bruder! Krypta. Ist ein unter dem Chor, Apsis oder unter der Altar. Altar. Unterhalb des Altars christlicher Kirchen befindlicher Raum, der Zombies beherbergt. Ein Zombie! Also da werden die Fürsten gedingst. Hier noch kein Kopf. Nein. Na, okay, da kannst du doch. Da muss hier Polished Diorit rein. Ja, das geht auch. Ich wollte einfach erstmal nur den Boden haben. Schön protzig. Nee, also ich hätte jetzt eher den Andesit genommen. Nein, hey, da muss Marmorboden. Das ist grau. Da muss Nein, es gibt keinen Marmorboden in Kirchen. Ja!
Weißt du, wie dekadent die alle aussehen? Ja, wir sind hier aber eine protestantische Kirche, die ist nicht so dekadent. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass eine protestantische Kirche hier. Also ich finde es aber wirklich schicker mit Grau. Weil du, hast du dir schon protestantische Kirchen angeguckt? Ja. Ich glaube nicht, dass die so aussehen, wie wir hier gerade eine bauen. Sollen wir jetzt mal ein bisschen entscheiden mit den Materials? Solic Acid jetzt. Da müssen, müssen wir über die Goldchains und so hinhängen. Ja, aber ist jetzt die Frage, machen wir irgendwie ein Fundament, die unterste Reihe irgendwie mit mehr Stonebrick und dann Sandstone-Streifen und keine Ahnung. Ich fühle mich übrigens dazu beauftragt, die Behindertenrampe zu bauen. Rollstuhlrampe. Ich finde das eigentlich nur so lustig. Egal. Nee, warum? Schon gut. Warum? Ich finde es eigentlich gar nicht lustig. Nee, deshalb lachst du. Ich lache immer, wenn ich Sachen nicht lustig finde. Wenn ich weiß, wie das hier fertig aussieht, dann kann ich mich an die Rollstuhlrampe machen. Ja, im Prinzip kannst du genau das, was ich hier baue, nochmal auf der anderen Seite bauen. Ah gut, dann, ja. Ja, das können wir schon eigentlich mal schön flippen, ne? Ich wollte gerade sagen, ich würde nur eine Seite bauen erstmal. Ja, aber die Rollstuhlrampe machen wir dann aber auch nur auf eine Seite, würde ich sagen. Damit das Ganze nicht komplett. Achso, ja, aber dann würde ich die dann bauen, wenn wir es geflippt haben oder so. Hinze? Und während der Bauarbeiten soll also kein Rollstuhlfahrer hier. Nein. Wegen Bauarbeiten soll hier niemand rein. Ganz einfach. So. The move. Und ich glaube nicht, dass es Bauarbeiter in Rollstühlen gibt. Wieso? Also, wenn es draußen jemanden gibt, der Bauarbeiter ist und Rollstuhl fährt, lass es mich wissen. Ich bin neugierig. Hä, der kann doch Baggerfahrer sein. Wie kommt der in den Bagger rein? Der wird reingeholfen von Kollegen. Ja, Baggerfahren geht auch problemlos, wenn der Bagger ein bisschen umgebaut wird. Sind das dann Bagger-Buddies? Welches Sandstone verwenden wir jetzt am meisten? Den glatten? Den glatten. Und das ist Late. Welchen Sandstone wir verwenden werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also guck mal, was für krasse, spannende Cliffhanger ich hier einbaue. Dass die Leute beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einschalten. Also verwenden wir den hier oder den hier? Alter, so spannend. Ich kann mich kaum halten. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal einen Strich unter die Folge. Strich. Nee, der Mann kennt ihn nicht. Wir machen an dieser Stelle mal einen Punkt. Also ich bin. Ja, warte ganz kurz, bevor wir die Folge beenden. Wollen wir einmal ganz kurz den Grundriss spiegeln, damit wir ungefähre Größenverhältnisse haben? Ja, das können wir in der nächsten Folge machen. Ist genehmigt. Genau. Okay. Und genau, Sandstone seht ihr dann. Und bis zum nächsten Mal sagen wir guten Abend. Könnte ich aber das bleiben. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend, gute Nacht. Ihre Barbara Salisch.